Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit Daniel. Wir machen die Ekel-Roulette-Challenge. Yippie! Wir haben hier schon die Zettelchen drin. Und ja, wir haben 18 Zutaten. Und jeder zieht jeweils 3. Dann machen wir das auf diesen schicken Löffel und müssen es dann essen. Yippie! Yeah! Genau, und jeder hat 3 Runden. Das heißt, shake it! Und das eine Zutat. Nee, ich wusste, dass ich jetzt anfange. Und dann machen wir im Wechsel. Nee, doch, wir machen im Wechsel. Ja, Chili-Pulver. Gut. Ah, Ketchup! Ich wusste es ja. Tabasco und Chili-Pulver. Gott sei Dank habe ich es nicht. Ich habe es schon geahnt. Knickknacks mit Ketchup. Geil. Und Mayo, nee, ne? Ehrlich? Und ich habe einen Chocolate Chip. Ich habe einen Ketchup, Knickknacks und Chocolate Chip. Ja, okay. Ketchup und Knickknacks gehen. Aber ich habe ja nur so Soßen-Dingens. Das ist ja eklig. Bitteschön. So. Also, ich habe jetzt meinen Ketchup. 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 Was sollte ich eventuell nicht? Dann mache ich jetzt hier rauf. Geht. Geht. Ketchup ist eigentlich geil, aber ich war schon. Es gibt ja so Kinder, die essen Ketchup auch so, einfach so random. Und ich war das halt nie. Ich habe nie gedacht, geil, ich habe jetzt Bock auf eine Tube Ketchup. Kann man mal so Ketchup essen? Doch. Nutella vielleicht so. Nein, Ketchup. Ketchup. Ketchup! Ketchup. Oh mein Gott, Ketchup wäre fast von uns gekommen. So, dann einmal die geilen Knickknacks. Ich liebe ja Knickknacks. Aber nicht in Kombination mit Ketchup. Ja, du hast ja nicht so viel Ketchup und nämlich auch nicht so viel Mayo, ne? So. Ja, schrei. Das ist fast so viel, ne? Nein, ist genauso viel wie mein Ketchup. Dann nimmst du 2 Knickknacks. Ja, will ich nicht. So fest. Oh, die Knicks sind richtig geil. Und jetzt mein Chocolate Chip. Okay. Es geht eigentlich, weil das Chili-Pulver ist, glaube ich, nicht so scharf. Geil. Ja, ist halt nur Soße. Ich mach jetzt mal ein bisschen. Mach mal die andere Die andere Seite. Mist, ich hab das bemerkt. Ich wollte das. Die feine Öffnung. Und jetzt mache ich jetzt aber die großen Löcher. Es reicht, glaube ich, langsam. So, jetzt. Und jetzt brauchst du noch Tabasco. Halt mal meinen geilen Knickknack. Löffel. Das sieht eigentlich schon, sieht schon ein bisschen appetitlich aus. Wird appetitlich. Appetitlich, okay. So, den behalte ich jetzt. Ah, ich finde das so eklig. Ja, komm her, du hast wenigstens was zum Crunchen und Beißen. Ich habe gar nichts. Das macht ja nicht besser, Prost. Oh, dieses war das eklig. War das eklig. Ah. Also an sich von der Kombination her ging es eigentlich. Es ist halt wie so eine Art Soße. Oh, das ist eklig. Ja, halt ein bisschen unerwartet scharf. Ich dachte nicht, dass es so scharf ist. Ja, du hast auch Tabasco. Ja, wie viel hast du da drauf gemacht? 3 Tropfen. Das geht eigentlich. Okay, das ist natürlich hoch dosiert. So, ich nehme jetzt Marmelade. Your turn. Vielleicht ist das Chili-Pulver auch schärfer, als ich dachte. Aber die Kombination. Senf! Oh Mann, nun geht's schon wieder weiter, ey. Mayo, Senf, Tabasco. Marmelade und Remoulade. Oh. Na, immerhin habe ich die schon mal nicht. Aber Marmelade und Remoulade ist ja nicht so geil. Nein.
Haben wir Gummibären? Wir müssen Gummibärchen. Ah ja, wir haben, stimmt, wir haben Gummi-Sweets. Mit Senf, eine Traumkombination. Ein einmaliges Erlebnis. Okay. Einfach mal ziehen, ne? Remoulade, Marmelade und Chips. Remoulade und Chips wären gegangen, ja, aber Marmelade. Ich hab mir das gedacht, ne? Aber Marmelade zerstört's. Ein Crunchy Chip. Oliven. Lecker. Guten Appetit. Oh, ja, Gott. Oliven mit Senf. Ja, Marmelade macht's auch nicht besser. Ich hab wieder nur so einen Chili-Senf, ne? Gehst du wieder weiter mit Chili. Das ist Marmelade. Ich bin eh kein Marmeladenesser, aber... Es geht nicht ab vom Löffel. Hallo. Das wird nicht lecker. Also von der Kombi, farbtechnisch. Nur der Senf, der zerstört es jetzt. Riecht man schon so den Senf? So? Oh, ich hasse Senf, wie eine machen. Will nicht, geh nicht. Kann ich leider nicht mehr. Ah, Gott sei Dank habe ich den Senf nicht. Ich glaube, dann hätte ich geheult. Obwohl, danach gibt es eigentlich voll gute Kombis noch. Wir könnten Kakao... Nee, scheiße, gar nicht. Ja, wir ziehen ja alles, aber mal gucken, was dann kommt. Ich meine, ja, eigentlich sind... Und wenn man die Kombi hat und dazu... Paprikapulver. Ja. Prost. Oh, war das reuig. Der Anfang ging und da habe ich die Süße von der Marmelade geschmeckt und dann... Dann wäre es umgekehrt. Dann bin ich erstmal sehr Senf gekickt. So, und dann habe ich die Olive geschmeckt. Aber am Schluss kam dann so diese starke Süße von... Was ist denn das überhaupt? Herzbeeren. Oh, das ist eklig. Und die haben es wieder ausgeglichen. Es war so eklig. Ich heule. Es war so eklig. Huh. Oh. Hm. Also erst so noch schlimmer. Oh, okay. Und jetzt fängst du wieder an zu ziehen. Jetzt kommt unser letzter Löffel. Tada! Sching Sahne. Artischocken. Daniel, och Mann, ich mag Daumen keine Artischocken. Dass die Artischocken weich sind. Wenn die hart sind, ist das das Ekligste. Paprikapulver! Gott, ist das der Horror! Sahne mit Salami. Okay, jetzt kannst du doch Käse bekommen. Oder halt nicht, ne? Hast du schon dreimal? Nee. Den ziehe ich jetzt einfach. Ja. Okay. Ich hab's gesagt. Salami, Käse? Übrig. Mit Sahne. Nein. Kakaopulver. Kakaopulver? Paprikapulver, Kakaopulver und Artischocken. Bah. Ja. Bah. Bah. Leute, das ist zum Heulen. Das ist wirklich die ekligste Kombi. Glaubt mir das mal. Ja, vor allem bin ich sehr gespannt, wie die Artischocken schmecken. Pulver ist vor allen Dingen so eine Sache, ne? Pulver ist ekelhaft. Ich habe so viel Kakaopulver drauf gemacht, ich weine gleich. Wir machen ja nur einen Löffel, ne? Das heißt, so viel muss ich ja gar nicht. Ja, eben. Vor allem, ich bin immer so großzügig bei Daniel und dann bin ich bei mir halt auch mal so großzügig. Ja, das ist doch fair. Ja, fair, aber dumm. Dann bin ich bei dir lieber mitleidig, als bei mir großzügig zu sein.
bitte. Ich merke schon. Okay, ich glaube, die sind weich, oder? So. Das war... Die sind mir zu groß. Das geht nicht, Daniel. Das geht nicht. Ich bin außerdem kein Artischockenliebhaber. Ja, schade, dass ich die nicht gezogen habe. So, jetzt einmal veganen Käse mit veganer Salami. Ist das eklig und dieser Saft, der saugt sich am Kakao fest. Ja, irgendwie hier ein Schild kriegen. Ist das zu viel jetzt? Ja. Deins riecht so lecker bis jetzt, meins riecht so scheiße. Ah, jetzt kommt die Sahne. Obwohl, wir haben noch eine offene Sahne im Kühlschrank. Ja. Gleich wieder da. Wenn ich gleich über dem Klodeckel hänge, wisst ihr Bescheid warum. So ist es auch, ja. Ja, manchmal hängt da ja noch was drin. Das hätte man auswaschen müssen oder so. Ach krass, man kann das abnehmen, um auszuwaschen? Ja, nee, so umklappen. Krass, das wusste ich nicht. Habe ich noch nie gecheckt. Ja, je nachdem, wie schnell man die Sahne halt aufkauft. Ich dachte, ne? Es ist immer kaputt dann. Aber jetzt hat man's. Shake it, baby, shake it! Let's go, baby! Okay. Ja, das spritzt ja schon mal hier, ne? Ja, die sieht so gut aus. Das Ding ist, ich kann mir sogar vorstellen, dass es schmeckt, aus dem Grund, dass manche ja Käse mit Marmelade essen. Ja, aber doch nicht mit Salami. Ja, bei mir ist Artischocke, Paprikapulver und Kakaopulver. Ja, aber das sind wenig. Also zumindest wenig Artischocke. Achso, ja, weil. Okay, das andere ist nicht wenig, das stimmt. Eins, zwei, drei. Die Salami ist bei mir sehr dumm. Da muss was raus, glaube ich. Boah, ist eklig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das eklig. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh mein Gott, ist das eklig. Hier, nimm so ein Herzen. Und geh mal weg mit deinem Herz. Oh mein Gott. Boah. Dieser Kakao-Nachgeschmack. Der Kakao-Nachgeschmack jetzt? Ja, Artischocke war hart. Irgendwie war nicht geil. Ich esse jetzt nicht next. Ich denke, das killt den Geschmack, glaube ich. Mit Abstand den ekligsten Löffel von allen. So, vor allem, du hast bei solchen Challenges immer die ekligsten Sachen. Das war so hart. Und mein erster Löffel war auch hart. Der letzte, der war härter. Bei mir war es immer besser. Weißt du, warum der härter war? Weil bei dir war es nur herzhaft. Ja, stimmt. Das war süß. Boah. Zum Glück haben wir noch nichts gegessen. Ah! War das eklig? Ja. Das ist halt unsere Vorspeise. Jetzt mixen wir alles zusammen. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, abonniert diesen Kanal, um nicht zu verpassen. Denn jeden Montag, Dienstag und gegebenenfalls Mittwoch um 12 Uhr kommen neue Shorts online. Und jeden Donnerstag und Sonntag um 14 Uhr ein neues Video. Deshalb aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Folgt Daniel auf Instagram. Der freut sich über jede Follower. Auch wenn er nicht aktiv ist, folgt mir auf Instagram, da poste ich regelmäßig Story-Beiträge und Tanzvideos und so. Und wenn ihr mehr Einblick in unserem Leben haben wollt, folgt mir da gerne. Ich poste, wie gesagt, da vieles. Genau. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video Spaß gemacht. Mir halt eher weniger. Ja. War schon geil. Cool. Immerhin wieder interessante Erfahrung. Ja, und immer wieder coolen Aufräumspaß. So. Ja, das ist ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!